Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Endlich mal wieder komme ich dazu, hier ein bisschen aufzunehmen. Ich habe ja jetzt einen Monat Pause gemacht und so weiter und so fort. Hab tatsächlich in dieser Pause auch sehr viel an diese Minecraft-Welt gedacht und habe mir sehr viele Gedanken gemacht. Das Feld hier würde ich jetzt vorerst gerne so lassen, wie das ist. Ich weiß, es ist jetzt noch ein bisschen ungezähmt. Da ist Wasser. Es ist jetzt noch ein bisschen ungezähmt, so wie es ist und so. Aber bevor ich hier jetzt alles voll klatsch und dann nie bewirten werde. Ich habe mir überlegt, da hinten, hier, schwupp, irgendwo ein oder zwei Ställe zu bauen. Und da dann vielleicht in einen Stall Schafe, weil hier gerade, ich meine vielleicht auch Schweine, aber hier sind halt gerade recht viele Schafe, in den anderen dann Pferde. Das, glaube ich, könnte echt hübsch aussehen. Da ist übrigens auch ein Schwein. Allerdings brauchen wir auch dafür wieder Holz. Habe ich eine Axt dabei? Ja, eine Axt, die überhaupt nichts mehr taugt. Wir brauchen auf jeden Fall Holz. Das heißt, ich werde mir jetzt ganz kurz eine neue Axt craften. Ich wollte auch mal da hinten in die Schlucht runtersteigen. Ich weiß jetzt leider auch gar nicht mehr, was ich in der letzten Folge gesagt hatte, so was wir als nächstes machen. Da habe ich leider überhaupt nichts mehr im Kopf, deswegen vergesst einfach, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Wir machen jetzt das, worauf ich Lust habe. Oh, ich habe gerade ein bisschen Angst, dass die Musik ein bisschen laut ist. Weil ich den Soundcheck gerade bei dem Lied von gerade eben gemacht habe und das Lied jetzt doch etwas lauter war. Nicht, dass ich euch da mit Musik irgendwie die Ohren wegpuste. Ich würde den Stall gerne hier aus dem normalen Eichenholz machen. Zum einen haben wir davon hier recht viel in der Umgebung. Und zum anderen sieht es auch recht schön natürlich aus. Hab mir auch Gedanken gemacht bezüglich Texture Pack und so, aber ich finde eigentlich, im Moment können wir das auch noch so drin lassen, das Standard, die Standardtexturen. Beziehungsweise, es heißt ja jetzt gar nicht, seit Microsoft Minecraft gekauft hat, beziehungsweise Mojang, heißt es ja überhaupt nicht mehr Texture Pack, es heißt jetzt Ressourcenpaket. Beziehungsweise Resource Pack, es wird auch schon wieder dunkel, oh, da kommen wir ja. Da kommen wir ja zu viel. Das, kommen wir richtig vorwärts. Außerdem würde ich gern Gravel sammeln. Wenn wir irgendwo Gravel finden, das wäre echt super. Wupsa. Ich habe auch das Gefühl, ich habe jetzt geupdatet. Ich habe ja die ganze Zeit auf der 1.3 gespielt. Jetzt habe ich auf 1.3.1 geupdatet. Seitdem läuft das Spiel wesentlich unperformanter. Da bin ich mal gespannt, wie das ja sich jetzt noch entwickelt. Die Kohle, da könnte ich eigentlich auch mal mitnehmen. Hier unten. Ja, mal schauen, was ich da noch mache. Ich habe mir auch überlegt, ob ich vielleicht von da oben... Nee. Nee, mein Gedanken sah es cool aus, aber hier ist es, glaube ich, nicht umsetzbar. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich wollte da so eine große, geschwungene Treppe... Nein, du kannst nicht über die Leitern springen. So eine große, geschwungene Treppe da an den Seiten runter machen, aber das... Wird, glaube ich, den Rahmen etwas sprengen. Außerdem wird es dann so groß werden, dass es auch nicht geil aussieht. Lassen wir lieber mal. Was wir tun können, ist ganz kurz ein bisschen was essen. Ein bisschen was zwischen die Backen hauen. Damit wir hier nicht verhungern. Holz fällen ist eine harte Arbeit. Knochenarbeit. Ich meine, ich könnte ja auch einen Volllauf-Hipster machen, ne? Und dann benutze ich nur Holz von Bäumen, die freiwillig umgefallen sind. Weil die Bäume, die entscheiden sich ja, haben ja überhaupt keine freie Entscheidungsmöglichkeit. Wer weiß, ob der Baum überhaupt ein Tisch werden will. Vielleicht will der Baum ja auch lieber ein Baggerfahrer werden. Und wir müssen die Bäume ja eigentlich erst fragen, was die werden wollen. Ey, Baum, was willst du werden? Ja, ich wäre gern
Barista bei Starbucks. Ja, sorry, nee, du wirst Wand in meinem Stall. Boah, Stallwand ist ja voll Hipster, das macht ja keiner. Da bin ich drin. Muss mir aber einmal am Tag meinen veganen Soja-Latte vorbeibringen mit Karamellschuss. Und hier haben wir Gravel und wie viel? Och, das ist ja ein richtiger Glücksgriff. Nice. Oh, das ist jetzt super. Am besten stecke ich hier mal ein kleines Gebiet ab. Dass ich dann... Ah, ich hoffe, ich habe genug Erde. Dass ich dann ein bisschen von Wasser befreie. Ist das... Ah, hier ist auch Gravel. Den benutze ich mal auch ganz kurz zur Befreiung von Wasser. So nicht, aber so. Denn jetzt haben wir hier drin kein Wasser und können ganz in Ruhe den Kies abbauen. In unserer ersten kleinen Kiesmine. Hurra! Freut euch mit mir. Muss mal gucken, dass ich das vielleicht irgendwie einrichte, dass es dann auch nicht ganz kacke aussieht. Huch, ich hatte gerade die Befürchtung, dass da hinten vielleicht gleich Wasser kommt. Tut's aber nicht. Gute Sache. Ah, andere Befürchtung, beziehungsweise keine Befürchtung. Jetzt ist eine Tatsache, dass gleich unsere Schaufel drauf geht. Hab natürlich auch keine mehr dabei. Crafting Table hab ich natürlich auch nicht. Ich bin wieder voll ausgestattet hier. So kennt man mich. Der Stick, der muss da nicht hin. So. Braucht zum Glück auch nur ein Eisen. Ha. Gut, dahinter kommt kein Wasser. Das heißt, den Gravel hier... Oh, guck mal, Clay. Kann ich auch noch abbauen? Kann ich den da... Das wird jetzt voll riskant, weil wenn ich einen falschen Block abbaue, dann läuft mir hier alles voll mit Wasser. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Aber mit dem Gravel will ich auf jeden Fall Wege bauen. Hm? So. Okay, da kommt auch kein Wasser raus. Hier kommt Wasser raus. Ich habe aber auch keine Erde mehr. Womit kloppe ich das zu? Mit Andesit kloppe ich das zu. Ha, ich bin... Oder ich nehme hier wieder ein bisschen Erde weg. Das wird jetzt, vielleicht hätte ich das nicht tun sollen. Ah, die Mine! Sie läuft zu mit Wasser. Helft! Wir haben ein Leck. Ha, wie viel Gravel haben wir hier denn noch? Da kann ich den Gravel abbauen, okay. Und hier ja anscheinend auch. Da anscheinend nicht. So. So arg viel scheint es hier eh nicht mehr zu geben. Ich nehme mal die letzten Reste hier noch ein bisschen mit. Den muss ich auch ersetzen. Ja, genau. Oh, die Musik ist auch wieder so actiongeladen. Das passt ganz schön zu der Action, die wir hier haben. Denn jede Sekunde könnte... Oh, jetzt ist die Musik vorbei. Könnte das Wasser eindringen. Hier in unsere Kiesmine. Allerdings gibt es jetzt hier keinen Kies mehr. Hurra. Aber wir haben ein bisschen was. Das ist gut. Das ist gut. Da können wir ein paar schöne Wege bauen. Glaube ich. Oh, da ist auch noch. Das ist gut zu wissen. Das behalte ich mir im Hinterkopf. Das sag ich immer und dann behalte ich mir die Dinge nicht im Hinterkopf. Ich habe das Gefühl, dass auch der Ingame-Sound bei Minecraft relativ leise ist. Kann das sein? So ist vielleicht besser. Gut. Es ist jetzt nicht die... schönste Klanguntermalung und ich kann tatsächlich auch drauf verzichten, dass ich 40 Minuten lang zuhöre, wie jemand auf Holz klopft.
Aber ein bisschen schadet auch nicht. Was kann ich denn noch wegkloppen? Du bist eh fast kaputt. Leute, ich glaube, ich bin im Paradies. Das Paradies! Kies, Kies, Kies! Im Paradies, dies, dies! Der neue Superhit von, keine Ahnung, was sind denn so Sänger mit komischen Texten? Ich kenne mich in deutscher Popmusik überhaupt nicht aus. Nein, das wollte ich überhaupt nicht. Andreas Gabalier. Ist zwar kein Pop, sondern Schlager, aber von dem könnte sowas kommen. Ich lieb den Kies, Kies, Kies im Paradies, dies, dies. Oder so, keine Ahnung. Ach, fragt mich doch nicht. Schlager ist für mich auch ein Phänomen. Keine Ahnung. Wie man sowas, wohlgemerkt nüchtern. Ohne, das irgendwie ironisch zu meinen, aushalten kann. Ich meine, ja, ich verstehe es, wenn man dann mal Party macht und dann ist man nicht mehr ganz nüchtern, dann ist es geil, wenn man so Lieder hat, zu denen man laut mitgrölen kann. Das ist ja auch Ballermann und so. Aber ich könnte jetzt nicht, das ist jetzt, angenommen, ich fahre jetzt Bus oder so. Ich fahre jetzt mit dem Bus in die Uni. Schlager wäre das Letzte, was ich mir anmachen würde. Also das... Das geht ja gar nicht. Ich bin ja ein Mensch, der jede Musikrichtung irgendwie bis zu einem gewissen Grad versteht, ne? Ich bin auch ein recht offener Mensch für Musik. Ich höre 20.000 verschiedene Genres. Wenn ich Musik höre, dann reicht das von Dubs... Oh, den Baum hätte ich gar nicht anfangen sollen. Nee, den... Auto, danke. Da will man einmal das Fenster offen haben, um zu lüften. Nee, den Baum lasse ich stehen. Das habe ich nicht gesehen. Meine Musik, wenn ich nebenbei Musik höre, reicht das Ganze von Dubstep über Elvis Presley bis Death Metal. Also das... Da habt ihr wirklich von allem was. Außer von Schlager und Ballermann. Das ist halt so... Gut, höre ich beim Feiern... Ballermann ist beim Feiern auch geil, ne? Wisst ihr vermutlich auch, aber... Ich finde... Naja, egal. Leben und leben lassen, ne? Fühlt euch jetzt nicht angegriffen, wenn ihr gerne Schlager hört, wenn euer Lieblings... Wenn eure Lieblingssängerin Beatrice Egli ist und ihr heimlichen Crush auf Andreas Gabalier habt, dann lasst euch das von niemandem vermiesen. Hört einfach das, worauf ihr Bock habt und nicht das, was andere sagen, was cool ist. Das ist sowieso immer die beste Einstellung im Leben. Ihr dürft euch nicht irgendwie von jemandem vorschreiben lassen, was ihr zu mögen habt und was nicht. Nur weil irgendwas gerade cool ist und irgendwas anderes voll uncool, sorry, aber scheiß drauf? Es mag ja sein, dass... Ist gerade cooles irgendwie, keine Ahnung. Wenn es cool ist, dumm zu sein, dann passt ihr euch ja auch nicht an. Und dummer Vergleich, mir fällt gerade kein passender Vergleich ein. Sorry. So, ganz schnell in die Haia. Ich glaube auch, dass ich das Holz überhaupt nicht verarbeite, sondern den Stall so draus baue. Beziehungsweise ein bisschen Holz muss ich verarbeiten, weil ich mehr Zäune brauche. Ich würde hier gerne noch irgendwie eine Treppe runterbauen. Habe ich das nicht schon gemacht? Moment. Ich bin mir relativ sicher, hier eine Treppe runtergebaut zu haben. Habe ich jetzt irgendwie... Aber sonst ist alles da, oder? Ich bin gerade sehr verwirrt, Freunde. Doch, ich bin mir 100% sicher, dass ich da eine Treppe runtergebaut habe.
Lasst mich mal ganz kurz was checken. Jetzt voll professionell und live in der Aufnahme. Ich weiß, was ich tue. Glaub mir. Trust me, I'm an engineer. Das wäre jetzt gut, wenn ich den falschen Speicherstand geladen hätte. Ich sehe tatsächlich keinen Unterschied, nein. Dann gehe ich wieder auf den anderen Speicherstand. Ha! Ich bin verwirrt. Verwirrt und stark irritiert. Naja. Vielleicht mache ich das dann offscreen oder so, keine Ahnung. Weil ich könnte schwören, ich guck mal, ob ich... Doch, ich habe das doch. Oder habe ich das... Hallo? Könntest du bitte aufhören, da links die ganze Zeit zu despawnen? Oder habe ich das in der... Ich glaube, ich habe das in der Testwelt gemacht, im Creative Mode. Hier ist so eine Treppe nach unten, um zu gucken, wie das aussieht. Oh, jetzt ruckelt es natürlich, weil es gerade die Welt lädt. Auch nicht mein klügster Moment. Da habe ich hier so eine Treppe runtergebaut. Ja, das kann sein. Aber jetzt haben wir ja Holz. Das heißt, wir können jetzt hier die Treppe bauen. Weiß noch nicht ganz, wie ich das Ganze handhaben werde. Ah, dann mache ich das jetzt vielleicht zuerst. Ich scheine recht viele Oak Planks zu haben, aber keine Treppen davon. Ah nee, warte, Oak Planks sind ja die, die ich eigentlich benutzen will. Egal, Oak Planks habe ich genug. Na, dann muss ich da drunter doch wieder Erde klatschen. Zack, zack. Vielleicht sogar noch hier außen. Wenn ich das so... so mache. Und dann... genau, habe ich hier runter. Dafür brauche ich jetzt natürlich Treppen. Ich habe noch 20 Birkentreppen, aber Birkentreppen sind leider die komplett falschen. Ups, das war mein Handy. Entschuldigung. Schulligobben. So, wo war der andere? Da unten war der andere Stack. 40 Treppen. Wird vermutlich... Ich weiß nicht, ob es reicht. Nee, wird nicht reichen. Zack. Genau so wollte ich die Treppe haben. Danke, Spiel. Genau so sollte sie da sitzen. Das ist nämlich... ich will hier keine funktionierende Treppe bauen, sondern ein Kunstprojekt. Das ist Kunst. Das heißt, wie nenne ich mein künstlerisches Treppenbauprojekt? Keine Ahnung. Pfusch am Bau. Ja. Jetzt, ich glaube, die Blöcke da drunter nehme ich wieder weg. Die sind jetzt... Es ist so schwer, in Minecraft mittlerweile Treppen zu setzen. Früher hat sie Treppen immer nach unten gesetzt, also nach so normal gesetzt. Aber irgendwie, seit es Treppen in alle Richtungen gibt, macht das Spiel, was es will. Na, so wollte ich es eigentlich. Aber da ist doch eh. Warum will ich da eine Treppe? Will ja eigentlich nur hier eine Treppe. So, genau. Hier auch. Die hätte ich gern überall. Nein, nicht so. Treppen in Minecraft. Es ist ein Phänomen. Da muss ich ganz kurz hier aushöhlen. So. Wundervoll. Fast wie gewollt. Oh. Freunde. Ich hab's gerade auch gesehen. Lass mich da hoch. Ich will mal ganz kurz hier noch das Ganze wieder ausstopfen.
hätte ich vielleicht auch am besten Erde hingemacht. Na, egal. Das kriegen wir schon irgendwie hin, dass das passt. Hoffe ich. Doch einen gehe ich noch nach vorne. Ich will das jetzt ganz kurz hier noch wenigstens so zur Hälfte fertig haben. Das ist schon wieder falsch rum. Ah, ich sag's euch. Es ist nicht leicht. Bei dem ganzen Gedöns hier keinen Nervenzusammenbruch zu kriegen. Dann mache ich hier wieder... So? Das bräuchte ich jetzt eigentlich... Dreimal, genau so. Schwupp, schwupp, dann kommen die da wieder hin. Und dann würde ich sagen, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Freunde, ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Ja, dann lasst ein Däumchen nach oben da, würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.